Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute den Best of Beauty Tech 2015 und zwar zeige ich euch in diesem Video alle Produkte des Jahres 2015, die für mich irgendwie unverzichtbar waren. Es ist von allem was dabei. Ich fange an zum Beispiel mit Körper, Haare, Nägel, Augen, Gesicht. Also es ist wirklich von jeder Kategorie was dabei. Es könnte sein, dass es ein längeres Video wird. Ich fange an mit der Kategorie Pflege und da gibt es noch so eine Unterkategorie. In dem Fall wird es dann Körper sein. Und bei Körper habe ich zwei Produkte. Einmal ein Duschgel. Das Duschgel steht eigentlich stellvertretend für die anderen Duschgels aus dieser Reihe bzw. von dieser Marke. Und zwar habe ich von Dove die pure Verwöhnung Mandelmilch und Hibiskusduft. Das ist eine meiner Lieblingsdüfte bzw. Duschgels. Wer meine Hauls gesehen hat oder meine aufgebraucht, hat gesehen, dass ich also von Dove diese Reihe sehr, sehr gern mag. Und jetzt habe ich halt stellvertretend dieses Mandelmilch und Hibiskus. Dann mache ich weiter mit einer Bodylotion. Und wer mich schon länger verfolgt, weiß, dass ich eigentlich gar kein Bodylotion-Typ bin. Also ich creme mich wirklich ungern ein. Aber im Sommer habe ich dann diese Bodylotion für mich entdeckt. Und zwar die Balea Spray-On Bodylotion für geschmeidige Haut, 10% Aloe Vera. Also wie gesagt, so eine Spray-On Bodylotion. Man sprüht sie einfach auf die Haut und dann massiert man sie ein. Das ist meine zweite Flasche. Also ich hatte eine komplett aufgebraucht, was für mich eigentlich nicht so Usus ist. Also ich brauche eigentlich generell Bodylotions fast nie auf, außer sind diese in der Dusche Bodymilch-Geschichten. Aber ich fand die sehr, sehr gut. Ich habe die über den Sommer sehr gerne verwendet und jetzt ab und zu greife ich auch noch danach. Im Sommer war sie perfekt jetzt für den Sonnenbrand. Es hat wirklich so gemindert, die Rötungen, und es hat auch nicht angefangen zu jucken oder sich zu schälen. Ich nehme mal an, das liegt daran, dass hier 10% Aloe Vera drauf ist. Und ich fand eigentlich die ganze Geschichte um dieses Spray-On, also Spray-On, genau, Spray-On-Geschichte sehr, sehr interessant, weil jetzt kommen wir zur Kategorie Haaren. Und da habe ich kein Shampoo oder keine Spülung, weil ich meine Shampoos sehr gerne wechsle. Also ich verwende nie eigentlich das gleiche Shampoo. Ich habe mich für dieses Mal für eine, ja, wie soll ich sagen, für eine Maske entschieden. Und zwar habe ich vom Bio Primo dieses Kokosöl, das habe ich ja aus dem Müller. Und Kokosöl war ja dieses Jahr total im Kommen, also man hat es irgendwie überall gesehen. Und ich habe das primär für meine Haare verwendet. Also wie man sehen kann, ist es eigentlich eine feste Form. Aber sobald es mit den Händen in Berührung kommt, wird es flüssig und da kann man es wirklich schön in die Spitzen einarbeiten. Und ich habe das sehr gerne verwendet, aus dem Grund einfach, weil ich wirklich den Geruch auch mochte. Und aus dem anderen Grund, weil ich auch wirklich dachte, also ich habe es mir meistens halt, ist es glaube ich eine Einbildung, dachte, dass es halt mir wirklich sehr, sehr gut hilft, also sehr für die Haare, sie wieder restauriert. Aber ganz ehrlich, wenn eure Haare geputzt sind, dann müsst ihr sie einfach abschneiden, das geht dann einfach nicht, das bringt nicht mal das in Ordnung. Es hat aber meine Haare super, super weich gemacht, also besonders hier unten und der Glanz. Ich habe es halt nie wirklich bis nach ganz oben, weil es ja natürlich Öl ist. Und ich habe es meistens bis ungefähr hier in die Haare einmassiert und dann einfach halbe Stunde bis eine Stunde einwirken lassen. Und dann habe ich halt meine Haare gewaschen. Ich fand es wirklich gut. Und das kostet ja jetzt auch nicht gerade die Welt. Es kostet vielleicht 3 Euro. Und ich habe das seit, glaube ich, April oder Mai. Und ich habe es halt wirklich nur so viel verwendet, weil man wirklich nicht davon viel braucht. Und es wirklich günstiger ist als jede andere High-End-Maske. Und außerdem ist es noch eigentlich nur Kokosöl drin ist und sonst gar nicht. Also es ist auch vegan, laktosefrei, also falls es irgendwie interessiert. Und ja, das kann ich wirklich jedem empfehlen, der nämlich auf günstige, natürliche Haarmasken steht. Was im Bereich Haare natürlich auch nicht fehlen darf, sind diese Invisi Bobbles. Ich habe hier zum Beispiel nicht die Originalen. Ich habe mir die Originalen ja auch gekauft, so als es damals nur die gab. Und das sind jetzt welche aus Müller. Ich muss sagen, ich finde die total gut. Ich glaube wirklich daran, dass die Haare nicht beschädigen. Also nicht jetzt so wie zum Beispiel herkömmliche Gummiringel. Und das war ja dieses Jahr auch total der Hit. Man hat irgendwie in jedem Video diese Dinger gesehen. Beziehungsweise auch Mädchen auf der Straße mit den Dingern in den Haaren. Da habe ich gedacht, oh okay, dann ist das doch so ein Ding, das man sich kaufen muss. Und ich muss sagen, ich benutze auch jetzt keine anderen mehr, außer diese hier. Kommen wir zum Bereich Gesichtspflege und da fange ich an mit einem Produkt, das halt hilft, Schminken zu entfernen bzw. auch als Waschgelersatz ich verwendet habe. Und da ist es zum einen das Micellenreinigungswasser für trockene, empfindliche Haut. Jeder, der mich länger verfolgt, weiß, wie oft ich das in die Kamera gehalten habe und wie
sehr, sehr überzeugt ich von dem bin. Ich verwende das als Make-up-Entferner, als ab und zu als Gesichtswasser, wirklich nur ab und zu. Aber meistens verwende ich halt als Waschgel-Ersatz. Also ich habe kein Waschgel, sondern wenn ich aufstehe, nehme ich das auf ein Wattepad, entferne komplett den restlichen Schmutz von der Nacht. Und dann wasche ich mein Gesicht mit ganz normalem Wasser und that's it. Also ich verwende nicht mehr. Und ich verwende das auch schon so, so, so lange. Und ich kann jedem das empfehlen, der das Bioderma probiert hat. Das habe ich auch probiert, das auch sehr, sehr gut ist. Aber das ist nicht mal, es kostet vielleicht ein Drittel vom Bioderma, also es kostet nur 5 Euro. Ich würde jedem raten, der empfindliche, trockene, zu Unreinheiten neigende Haut hat, das zu probieren, weil das ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Es hat meine Haut nicht ausgetrocknet, es hat meine Haut nicht gereizt, also ich habe nicht darauf reagiert, was eigentlich das Wichtigste beim so einem Produkt ist, finde ich. Und deswegen, ja, kommen wir zu einer Gesichtscreme. Und da habe ich die Ultra Repair Cream von First Aid Beauty für trockene Haut und sensible Haut. Das ist eigentlich für jeden Hauttyp geeignet. Und ich muss sagen, das ist die beste Creme, die ich bis jetzt probiert habe. Sie zieht super schnell ein. Sie hinterlässt gar keinen Fettfilm. Also man klopft sie eigentlich in die Haut rein und die ist halt eigentlich good to go. Also ihr könnt sofort wieder Make-up starten, ihr müsst irgendwie nicht 5 Minuten warten, bis es irgendwie eingezogen ist. Also bei mir überhaupt nicht. Und ich verwende die fast 1,5 Jahre. Also das müsste mittlerweile meine dritte Tube sein. Und ich kaufe die mir immer über Amazon. Das sind 56,7 Gramm und die kostet, glaube ich, 11 Euro. Also ihr kommt damit super, super lange aus. Also ganz ehrlich, ihr braucht von der echt nicht viel. Und das ist wirklich die beste Creme ever. Dann kommen wir zu einer Maske. Und da habe ich dieses Jahr entdeckt, die Merz Spezial reinigende Maske. Weiße Ton, Erde und Zink. Verfeinert das Hautbild und wirkt gegen Mitesser. Und das ist wirklich eine Maske, die ich sehr, sehr lange verwende und das eigentlich normalerweise nicht so mein Ding ist. Ich probiere gern neue aus. Also ich versuche mich da meistens neu auszuprobieren, wobei ich sehr, sehr Angst habe, dass ich auf die reagiere. Aber auf die habe ich echt nicht reagiert. Ich habe das Gefühl, die verbessert meine Haut wirklich. Die beugt mit Essern vor. Die nimmt so diesen Stress von meiner Haut, habe ich das Gefühl. Also dieses Unruhige, diese Rötungen habe ich. Ich habe echt das Gefühl danach, dass sie wirklich was hilft und wirklich auch nicht nur so ein Werbeprodukt ist, also so ein, nach dem Motto, verfeinert das Hautbild. Und die verwende ich auch sehr, sehr, sehr lange. Das war es jetzt mit dem Bereich Pflege. Jetzt kommen wir zu dekorativer Kosmetik und da fange ich an mit Augenprodukten und da fange ich an mit einer Palette, die ich ja fast überall mitgenommen habe, wo ich hingegangen bin. Ich habe sie ausschließlich verwendet. Ein oder andere wird die total sagen, ach ja, schon wieder die. Und zwar ist es die Naked Basics Palette, die 1er. Und ich liebe diese Palette über alles. Die ist so vielseitig. Die kann man so gut verwenden. Also ich habe eine coole in Naked 2 drin. Naked 2 verwende ich sehr, sehr gerne für die inneren, nicht für den inneren Augenwinkel, sondern für die innere Lidfalte. Also damit ich so ein bisschen Dimension kriege. Und dann als nächstes Faint. Faint kann ich auch sehr gut verwenden zum Konturieren von meiner Nase, aber auch für die Lidfalte. Und dann Venus. Venus ist so ein schöner Inner Corner Highlight und aber auch so ein Augenbrauen Highlight. Also das ist wirklich sehr, sehr vielseitig und natürlich in Schwarz kann man immer gut gebrauchen. Das sind wirklich die besten 26 Euro, die ich je investiert habe. Und ihr bekommt hier 6 Lidschatten. Also ihr könnt 26 Euro durch 6 teilen. Und dann ungefähr kostet ein Lidschatten 4 Euro und ihr habt hier eine 6er Palette, eine 6er Lidschatten Palette und die sind super pigmentiert. Im Vergleich jetzt zu meiner Hand, die ist echt super winzig, ja, die ist super witzig. Die ist super winzig und passt wirklich in jede Handtasche, in jede Kosmetiktasche, egal wie klein sie ist. Und man braucht nicht mehr als die Lidschatten, die hier wirklich drin sind. Wenn ihr so ein Typ seid wie ich, der so auf natürliche, matte Brauntöne steht, dann ist diese Palette wirklich perfekt für euch. Dann kommen wir zur Mascara. Und da habe ich eine Mascara von, keine Ahnung wie viel ich dieses Jahr hatte. Und zwar ist es eine Mascara, die ich mir nachgekauft habe. Und das ist die Masterpiece High Definition Mascara von Max Factor. Beste Mascara ever, ever, ever. Ich greife zu der immer, immer wieder gern. Ich habe das erste Mal, glaube ich, ausprobiert mit 16, also damals rausgekommen ist. Und die Mascara hat so ein Gummibürstchen. Sieht jetzt nicht gerade spektakulär aus, ganz ehrlich.
aber die macht so einen Schwung und trennt die Wimpern so, so schön. Das ist echt unnormal. Und ich habe sie in der Farbe Rich Black. Es gibt sie noch im Braun. Ich hatte sie auch mal im Braun. Und im Braun sieht es halt so ein bisschen natürlicher aus, aber ganz ehrlich, schwarz ist einfach schwarz. Und das ist wirklich die beste Mascara, die ich probiert habe. Ich probiere natürlich immer wieder gerne neue aus, aber die kaufe ich mir auch hin und wieder mal, einfach weil ich das Ergebnis wirklich sehr, sehr gern mag. Und zu einem Augenprodukt, wo ich mich eigentlich vorher noch nie so getraut habe. Und zwar sind es falsche Wimpern. Also wer meine Hauls gesehen hat, wer meine Aufgebrauchvideos gesehen hat, hat immer wieder mal gesehen, dass ich halt falsche Wimpern in die Kamera gehalten habe. Und ich habe mich so wirklich ausprobiert. Also ich habe verschiedene Marken ausprobiert. Ich hatte welche von Primark, von Catrice, von Essence, von She. Also She Style, das ist auch so eine Schminkmarke bei uns im DM in Österreich. Der Preis hat halt variiert von 1,50 bis zu 4 Euro bzw. 5 Euro. Und ich bin dann bei den Primark Lashes geblieben. Aber ich zeige euch jetzt nicht mal die Primark Lashes, sondern die Lashes von Essence. Und zwar sind es Corner Lashes, also wirklich nur für euren, ja, für eure hintere Ecke vom Auge. Und die gab es leider nur in einer LE, und zwar in der All That Grace LE. Wie ihr sehen könnt, sind die nicht da, weil sie natürlich auf meinem Auge sind. Also ich habe sie gerade drauf und ich finde sie super, super schön. Die Fake Lashes, die ich trage, ab und zu schneide ich ja immer auseinander. Also ich schneide sie immer in zwei Hälften, weil ich sie halt nie über das ganze Auge mache, sondern eigentlich nur immer übers, ja, über die Ecke vom Auge, also wie heißt es, über den Corner halt. Diesmal gab es halt die zum Kaufen und da kommt auch noch ein Kleber dazu, der klebt auch sehr gut. Mir haben diese halt total gefallen, weil sie halt so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen spinniger waren, also auf Englisch würde es heißen Spider Lashes, also sie waren so ein bisschen spinniger, so spinnenbeiniger. Es ergibt gerade keinen Sinn, aber ich glaube, die Leute, die amerikanische Videos schauen, wissen, worauf ich hinaus will. Aber wer das noch bekommen kann, diese Corner Lashes, der sollte auf jeden Fall zugreifen, die sind richtig, richtig gut. Dann kommen wir zu Bereich Gesicht und da fange ich an mit einem Blush. Und zwar den Blush von Milani in der Farbe 05 Luminoso. Das ist der Blush, den ich wirklich am meisten verwendet habe und der ist normalerweise gebacken. Und ihr könnt sehen, dass er nicht mehr gebacken ist, weil ich ihn so oft verwendet habe. Ich habe ihn heute auch drauf auf den Wangen. Und der kommt mit einem Spiegel und noch mit so einem Pinsel. Ich finde den Pinsel jetzt zum Blush auftragen nicht gerade geeignet, aber ich finde, so fürs Konturieren könnte er was sein. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht ausprobiert. Super tolles Blush, hat mich 5 oder 6 Euro gekostet auf Amazon. Ist jeden Cent wert. Ist ja ein Dupe zu NARS Orgasm. Ich darf nicht fehlen, was ich dieses Jahr auch entdeckt habe. Und zwar ist es das von Urban Decay All Nighter Makeup Setting Spray. Long Lasting, Oil Free, Paraben Free, Temperature Control Technology. Wirklich ein sehr, sehr schöner Name. Ich muss sagen, ich habe an das nicht geglaubt. Aber ich glaube ab jetzt wirklich daran, dass es so ein tolles Produkt ist. Es hält euer Make-up wirklich sehr, sehr, ich soll sagen, in place. Also es bleibt da, wo es ist. Natürlich sieht das nicht aus wie in der Früh, wenn ihr Make-up macht und dann irgendwie nach 10 Stunden heimkommt. Das sieht natürlich nicht so aus, aber es sieht wirklich fantastisch aus im Vergleich zu vorher. Ich nach ungefähr 10-12 Stunden heimkomme, sieht es wirklich, wirklich noch sehr so, sehr frisch aus. Also es sieht nicht abgenutzt aus oder abgetragen. Also ich weiß, ich kann das echt nicht beschreiben. Das muss hier irgendwie jeder mal selber für sich ausprobieren, weil ich habe es auch nicht glauben können, dass irgendwie so ein Spray euer Make-up länger haftbar machen lassen kann. Aber es ist wirklich so, ich habe hier auch nur die Travel Size, also die Reisegröße. Die Originalgröße ist, glaube ich, 100 ml. Ich habe hier nämlich 30 ml und ich habe das einfach nur zum Austesten gekauft. Für 12 Euro. Also ich kann euch das wirklich nur empfehlen, wenn ihr sehr viel unterwegs seid und einfach nicht auf euer Make-up achten wollt und einfach wollt, dass es da bleibt, wo es ist. Also es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Produkt. So, jetzt kommen wir zum Bereich Lippen. Und bei Lippen bin ich wirklich nur eine Schiene gefahren, beziehungsweise eineinhalb Schienen. Entweder war ich dieses rosé-movige Braun oder ich war dieses total dunkle rot-bärig. Für diese rosé-braune, movige Schiene habe ich stellvertretend zwei Lip Liner. Und zwar einmal der Lip Liner von Essence in der Farbe 06 Satin Mauve und der andere
von Alverde Lip Liner 16 Pretty Mauve. Wie gesagt, das ist eine Farbfamilie. Und ich verwende die so, so gern einfach, um meine Lippen nachzuzeichnen, um sie auszufüllen. Moment. Also das dunklere hier ist der von Alverde und der hellere ist von Essence. Und ich muss sagen, dass mir der von Alverde besser gefällt, weil ich habe das Gefühl, dass er ein Ticken cremiger ist und ein Ticken mehr Farbabgabe hat. Also der kostet ja unter 1 Euro und der kostet unter 2 Euro. Ich muss sagen, dass der mir von der Konsistenz her mehr gefällt und er ist halt natürlich auch so ein bisschen stärker, soll ich sagen, Rosé Mauve. Das ist im Bereich Lippenstift und da habe ich diesen von Look by Bipa Mega Stay Lipstick Waterproof. Das ist auch in dieser, ja, in dieser Farbfamilie, dieses Rosé Braun. Und der ist auch schon fast leer. Das einzige Problem bei denen ist, die kann man nicht spitzen. Also wenn die schon so aussehen, dann muss ich mir einen neuen kaufen. Das nervt mich so ein bisschen, weil die werden sehr, sehr schnell leer, weil wenn man die nicht spitzen kann, die Farbe ist wunderschön, erhält so, so lange. Und wenn man bedenkt, dass der nur unter 3 Euro kostet, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier total erfüllt. Also ich kann jedem empfehlen, der aus Österreich kommt oder in Österreich ist, mal zum Bipa zu schauen und diese Look by Bipa-Reihe anzusehen. Was in diesem Video natürlich nicht fehlen darf, wenn wir so von Rosé, Moving, sagen wir mal so Kylie Jenner-Lippen reden, ist von MAC Twig. Den habe ich auch heute drauf. Super Lippenstift, ich liebe diese Farbe. Und der kommt denen, das ist jetzt dieser Lippenstift und ihr könnt sehen, die sind fast alle identisch. Wobei ich sagen würde, es ist Essence, dem am nächsten kommt, das ist natürlich Essence und das ist MAC. Wunderschöne Farbe, ich liebe die Farbe, das ist so eine wirklich Alltagsfarbe und ich finde, das habe ich auch in meinem letzten Get Ready With Me gesagt, wenn ihr dunkle Haare habt, also dunkelbraun, schwarz, helle Haut, sieht das natürlich sehr, sehr, sehr schön aus. Diese andere Schiene, dieses rote, dunkelrote, dunkelbeerige betrifft, habe ich auch einen von Look by Bipa. Wie gesagt, ich finde die Look by Bipa Produkte, diese Waterproof Lipsticks wirklich sehr, sehr, sehr gut. Für den Preis kann man da echt nicht meckern. Also es ist wirklich geschenktes Geld, wirklich, würde ich jetzt sagen. Habe ich diese Farbe Cherry Pie. Also Cherry Pie ist ein dunkles Kirschrot. Und ich zeige euch das auch. Das ist diese Farbe. Also die ist wunderschön. Die kann man auch im Sommer super tragen. Nach 2-3 Stunden müsst ihr dann schon ein bisschen nachmalen. Aber ich meine, mein Gott, für unter 3 Euro. Ich meine, beim MAC Lippenstift ist es ja ganz genauso. Der hält ja auch nicht ewig. Und was den betrifft, ich bin da vollkommen überzeugt von dem. Dann kommen wir zum Bereich Nägel. Und da habe ich 3 Nagellacke, wobei ich einen ausschließlich im Frühling, Sommer getragen habe, bis hin zum Spätsommer. Und zwar habe ich von Essence die Farbe, ich weiß nicht was, 33 Wild Wild Waste. Das ist so ein schönes, gutes, deckendes Weiß. Das ist echt unnormal. Für 2 Euro könnt ihr da keinen Essie-Nagellack haben, ganz ehrlich. Das ist eigentlich gedacht dafür, um eure Farbe zu intensivieren, also praktisch als Basecoat. Aber den kann man super alleine tragen. Also es ist echt kein Problem bei dem. Der deckt schon bei einer Schicht. Also das ist wirklich Hut ab Essence. Das ist echt ein sehr, sehr gutes Produkt. Dann habe ich einen Lack von Essie und zwar den Bahama Mama. Und ich weiß nicht, wie gut man das erkennen kann. Ich habe den schon gut aufgebraucht. Den trage ich das ganze Jahr hindurch. Das ist so ein Universal Product, also ich weiß nicht, wieso ich gerade Englisch rede, aber das ist, wie gesagt, das ist so ein universelles Produkt und wirklich das Geld wert. Ich bin ja nicht so die Essie-Fetischistin, sagen wir mal so. Ich mag Essie-Nagellacke schon, aber nicht jede Farbe, sondern wirklich nur diese Farben, die man haben sollte, wie zum Beispiel diese hier oder ich habe noch Fiji. Fiji ist auch eine wunderschöne Farbe oder Chinchilli. Wunderschön. Dann habe ich noch einen von Catrice und zwar in der Farbe 38 Vino Tinto. Das war ja auch in meinem Catrice Favoriten Video, also Top Catrice Produkte. Das war darunter, das ist so ein dunkler Pflaumenton. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Es ist auch so ein Allrounder, den kann man auch zu jeder Jahreszeit tragen, weil er halt wirklich nicht schwarz ist, sondern so ein dunkler Pflaumenton halt ist, ne? Also diese Produkte sind Bombe. Kommen wir zu einem Topcoat und da habe ich von Essence, der hat ja
verschiedenen Phasen durchgemacht, nach dem Motto einmal Verpackung wechseln, zweimal Verpackung wechseln, dreimal Verpackung wechseln. Und ich glaube, das ist jetzt die endgültige Verpackung für das Jahr 2015. Und zwar ist es der Essence The Gel Nail Polish Top Coat Ultra Long Lasting Gel Shine. Wie gesagt, ein sehr stolzer Name. Und was steht hier? 60% Better Lasting, also 60% bessere Haltbarkeit. Ich kann denen wirklich nur zustimmen. Meine Nägel halten. Meine Nägel halten wirklich besser, wenn ich den auftrage, als wenn ich den nicht auftrage. Und es ist wirklich viel, viel mehr Schein als ohne. Also da stimmt wirklich alles, was an dem Produkt angepriesen wird. Und das kann ich auch wirklich für jeden empfehlen, der so ein bisschen so ein Nageljunkie ist und sehr schön die Nägel hat. In dem Fall habe ich keinen Nagellack drauf. Ironie. Und ja, und dann kommen wir zur Kategorie Parfums. Und da habe ich ja dieses Jahr wirklich sehr viele aufgebraucht. Also ich verlinke euch ein paar aufgebraucht Videos. Beziehungsweise ich verlinke euch einfach die Playlist, da könnt ihr sehen, dass ich wirklich sehr, sehr viele Parfums aufgebraucht habe diesen Monat. Und eins, das ich gerade dabei bin auszubrauchen und das eines meiner Lieblingsparfums ist ever, aber auch besonders in diesem Jahr bezogen, ist von, na, wer weiß, Paco Rabanne Lady Million oder Paco Rabanne. Oder Paco Rabanne, wie man sagen mag. Der Duft ist einfach himmlisch. Himmlisch, göttlich, teuer, elegant. Also es ist wirklich alles, was man will in einer Flasche. Und ich bin fast fertig mit denen. Also ich ziehe mich da so ein bisschen, das aufzubrauchen, weil ich dann doch so ein bisschen nostalgisch werde. Und ja, das ist wirklich ein super, super Duft, also ich kann es anders nicht beschreiben, Düfte, also ich bin da echt schwer, entweder gefällt mir ein Duft und ich finde ihn gut oder gefällt mir halt nicht, ich finde ihn schlecht, also anders beschreiben kann ich ihn nicht, also jeder, der den schon mal an dem gerochen hat, beziehungsweise den hat, weiß, wie gut der riecht, also ich glaube, ich brauche da jetzt nichts mehr hinzuzufügen. So Leute, das war jetzt mein Best of Beauty Tech, ich hoffe, ihr wart dabei, also ich bemerke gerade, wie meine Stimme so ein bisschen versagt, ich rede hier ungefähr seit 33 Minuten und ich merke auch langsam, wie mein Akku weniger wird und ja, dann danke ich euch wie immer fürs Zuschauen, ich danke, dass ihr bei mir wart, also nicht bei mir wart in dem Sinne, sondern bei mir wart, in die Videos reingeschaut habt und dass ihr auch kommentiert habt, an die kommentiert haben, an die geliked haben, vielen, vielen Dank, das hat mir sehr viel bedeutet, ich weiß, es hört sich so ein bisschen klischeehaft an, aber es ist wirklich so, wenn man ein Video postet und dann irgendwie einen Daumen hoch sieht oder einen schönen Kommentar. Ich meine, das macht einen so ein bisschen, ja, das macht so ein bisschen den Tag schöner, finde ich. Und ich glaube, jeder, der Videos selber dreht, weiß, wie das ist, wenn man positives Feedback bekommt. Und ich möchte euch einfach nur sagen, dass manchmal, wenn ihr auch nichts zum Schreiben habt und einfach irgendwie ein tolles Video schreibt oder, weiß ich, super Video, keine Ahnung, dass es für diejenige Person, die das liest, dann wirklich sehr, sehr, ja, sehr, sehr positiv, sehr, sehr wohltuend ist einfach und das ist eigentlich viel, viel weniger, was ich bemerkt habe auf YouTube, viel, viel weniger, ja, viel, viel weniger positives Feedback gibt, was ich sehr, sehr schade finde, weil YouTube ist eigentlich dazu konzipiert gewesen, dass es halt wirklich so ein bisschen so ein Austausch ist zwischen den Gedanken, also Austausch zwischen Menschen, die halt vor der Kamera sind und Menschen, die halt hinter der Kamera sind. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und ja, dann danke ich euch wie immer fürs Zuschauen. Ich danke für die Abonnenten, ich danke für die Likes, für die Kommentare. Und dann wünsche ich euch ein schönes neues Jahr. Ich glaube, das wird mein letztes Video in diesem Jahr sein. Und dann sehen wir uns im nächsten Jahr. Ich würde mich sehr über Daumen hoch freuen. Und wie immer sehen wir uns in meinem nächsten Video. Ciao. Dann kommen wir zu dem Bereich Gesichtspflege. Dann kommen wir zu dem Bereich Gesichtspflege. Und dann fange ich an mit Und dann kommen wir zu einer Maske und da habe ich dieses Jahr entdeckt, die Merck Spezial Reinigende Tonmaske.